Keramo in Peilstein, der Fliesenexperte aus dem Müllviertel, setzt jetzt auf Fliesen in Textiloptik. Sieht aus wie Stoff, greift sich auch ähnlich an. Die Fliesen, die greift sich von der Oberfläche an, eigentlich wie ein Teppichboden. Es ist ganz leicht unnehmbar und durch die Oberfläche greift sie das für die Finger ganz warm eigentlich an. Grundsätzlich ist italienischer Hersteller, Telaart heißt der Hersteller aus Santo Agostino. In Textiloptik ist immer mehr Trend. Das kann man einsetzen in Schlafzimmer, im Wohnbereich, überall eigentlich im Bad wird es auch immer schon mehr angenommen. Also ist eigentlich wirklich der Renner geworden. Fliesen im Retro-Look sind in, vor allem wenn sie dann noch in Großformat gewählt werden. Fast fugenlos verlegt und außerdem sind sie pflegeleicht. Der Vorteil gegenüber vom Teppichboden ist, das ist einfach leicht zum Reinigen. Das ist einmal ein riesen Vorteil. Heutzutage mit Fußbodenheizung in Verbindung ist das eine perfekte Lösung. Dasselbe gilt auch für draußen. Im Außenbereich, da ist eine Fliese vorteilhaft, weil es UV-beständig ist. Das heißt, die Fliese die ist immer wie am ersten Tag und die geht leicht zum Reinigen. Wenn die Grillsaison beginnt, dann ist sie in Verbindung mit Fett. Und das Fett auf einer Fliese, das ist ganz leicht zum Reinigen. Also das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Bei einem Swimmingpool ist immer ganz wichtig, dass Rutschsicherheiten ist da sehr vorteilhaft. Auf das schauen wir ganz besonders, weil man hat Kinder und die Kinder, wenn da umeinander laufen oder was, und das ist nass, dass man dann wirklich nicht ausrutscht. Pool, Mannschaftskabine, Aufenthaltsraum, Einfamilienhaus oder Bürogebäude. Die Mühlviertler Fliesenexperten sind in ganz Österreich gefragt. Am 1. Mai ist übrigens auch geöffnet, bei der Hausmesse in Peilstein. Alle Infos sind auch auf der Homepage zu finden.